quitte la France. La petite France, c'est là qui pense. C'est là qui pense. Que je dépense, moi je te prends la défense. C'est là qui pense. C'est là qui pense. J'prends l'idée, tu calibres au champ, je sais. À la vie des mouvements, je te fais trop tôt à mes seins. Je fais la touche, je fais ta transforme, je suis dans la défense, mais ça peut t'attendre le sein. Je désire à ma mère, en ménage elle a pas souffert. Ma mère c'est ma reine, j'allais se mon pas mettre le couvert. Quand j'étais en galère, elle n'était pas née à découvert. Dernier rendez-vous, que je rentre les toits ouverts. Quand toute la France, elle a fait la petite France. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense.
Zuschauerinnen und Zuschauer, und dann stehen wir im Playoff-Finale. Nach dem Sieg im ersten Spiel hier in der Löwenabwehrhalle haben wir auch gegen Auswärts, gegen Kampfschaffhausen, im Fall ultra knapp mit 3:2 können gewinnen. In der besseren Schweizerin steht es rund 2:0. Ein Sieg heute oben und wir spielen Anfang April um den Schweizer Meistertitel. Zu diesem Volleyball-Spektakel begrüßen wir euch ganz herzlich. Gehört auch in der Popcorn, Smashdogs, Bier, Ziergetränke und ganz spezielle Gäste, die wir euch dann in der Sachpause jeweils vorstellen. Schön, sind ihr alle hier mit uns. Herzlich willkommen wieder hier zum dritten Spiel von dieser Playoff-Halbfinalserie, Smash Pfeffer gegen Kanti Schaffhausen. Smash Pfeffer geführt 2:0, Do or Die heute für Schaffhausen. Sie müssen gewinnen, um weiter bestehen in den Schweizer Meisterschaften. Ja, und wenn Smash Pfeffer gewinnt, dann ist die Halbfinalserie vorbei und Smash Pfeffer steht im Finale. So ist die Ausgangslage vor dem Match. Vielleicht noch etwas zu dem vergangenen Match. Am Mittwoch hat es einen 3-2-Sieg für Smash Pfeffigen auswärts in Schaffhausen. Das war ein knapper Match. Und vor einer Woche hat Smash Pfeffigen klar gewinnen hier im Löhren-Acker. Also eben, wie gesagt, die Ausgangslage sehr gut für Smash Pfeffigen und Schaffhausen sind die, die unter Zugzwang sind. Weil hier das Kader von Schaffhausen Augenmerk sicher hier zu legen auf die Topscorerin Corinna Pergovac, Schweizer Nationalspielerin, und Außenangrifferin Eva Svobodova. Sicher hier Punktballspielerinnen für Kanti Schaffhausen. Hier sehen wir noch die Aufstellung von Smash Pfeffingen. Und nebenbei wollen wir noch sagen, wir sind auch auf YouTube wieder dabei. Livestream läuft dort. Wer Fragen oder irgendetwas zu sagen hat, kann sich dort auch gerne melden. Wir probieren dort wieder auch aktiv zu bleiben. Hier sehen wir noch erste und zweite Schiedsrichter sowie Linienrichter.
Ich bin auch gespannt, jetzt, wie Smash Pfeffiger wird aufstellen. Nachdem hier im 5-Satz-Creamy am Mittwoch schon einige Wechsel gegeben hat. Im Verlauf des Matches bin ich gespannt, ob er nochmal mit den gleichen 6 anfängt wie am Mittwoch oder ob es hier einen Wechsel gibt nach dem Match. Das werden wir dann gleich sehen. Ich denke, sicher gesetzt wird sein, Melin Pierret am Bass, Madeleine Matte in der Mitte. Ja. Libora an Seite wird auch gesetzt sein, denke ich. Marius Duelo auf Dia, Topscorerin, wird auch gesetzt sein. Ist eigentlich nur auf Aussen, wo es eventuell könnte Wechsel geben könnte. Sehr gespannt bin. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Löhrenacker Halle zu Asch. Begrüßt herzlich mit mir den heutigen Gast, Kanti Schaffhausen, mit der Captain Katharina Holaskova. Und dann, wie immer, machen wir Lärm für unser Heimteam Smash Pfeffiger mit der Captain Madeleine Matte. Wir kommen zu der Unparteiischen vom heutigen Spiel. Begrüßen mit mir die erste Schiedsrichterin Laura Rüeg. Zweiter Schiedsrichter am heutigen Abend Philipp Weinberger. Erster Linienrichter Thomas Ruttishauser. Und zweiter Linienrichter Carlo Martinovic. Wir kommen langsam aber sicher zu den Starting Six, zu der Startaufstellung der beiden Teams und fangen natürlich an mit unserem Gast, Kanti Schaffhausen. Begrüßt auf dem Feld Nummer 7, Romy Jatzko. Nummer 9, Isidora Ubavic. Nummer 11, Katharina Holaskova.
Nummer 12, Wiebke Silge. Nummer 17, Victoria Deissel. Libera Nummer 16, Rebecca Merkhofer. Und Mobiliar Topscorerin Corina Perkovac. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir zur Spielerinnenpräsentation von unserem Heimteam. Präsentiert von der Firma Zeiss, im Eventmaterialvermieter aus der Region. Ziemlich unmusikalisch und trotzdem unsere Dirigentin, Passöse von der Schweizer Nazi, Meline Pierre. Eine Leaderin, ein Vorbild, unsere Captain aus Pfäffingen, Madeleine Matto. 1,87 groß, unsere Weltenbummlerin aus Kanada, de Montréal, Nummer 9, Marie-Alex Bélanger. Blitzgescheit neben dem Feld mit richtig viel Power auf dem Feld, Nummer 11, Sarah Van Roy. 1,96 Meter groß, deutsche Meisterin, deutsche Cup-Siegerin, Nummer 16, Lauren Barfield. Sie bringt Gegnerinnen zum Verzweifeln und Fans zum Staunen. Nummer 7, Ann Seiter. Und sie punktet und punktet und punktet unsere Mobiliar-Topscorerin Madison Duello. An der Seitenlinie heute oben Cheftrainer Andy Vollmer, unterstützt wird auch vom Jorgos Somponis und dem Alex Straffs. So, nochmal herzlich willkommen für alle, die erst jetzt gerade eingeschaltet haben. Zu dem dritten Halbfinalspiel von der Playoff-Halbfinalserie. Smash Pfeff gegen Kanti Schaffhausen. Es kann losgehen. Wir sind hyped. Fanclub von Schaffhausen ist auch anwesend, sehr schön. Schaut auch dann Swiss Beach Volleyball Fanatics, genau rum. Smash Pfeffingen mit der gleichen Startaufstellung wie am Mittwoch beim letzten Spiel, wo sie 3-2 gewinnen konnten. Schaffhausen im Jahr auch mit der gleichen Aufstellung, wo man sich da nicht ganz sicher bin. Und ja, eben wie gesagt, für Schaffhausen, du oder die heute oben, sie müssen den Match gewinnen, um weiterbleiben im Kampf um den Schweizer Meistertitel. Service Schaffhausen. Ja, guter Block. Doch läuft es schon mal in der Diagonale. Super Angriff von der Schaffhausen aussen. Erst Break für Schaffhausen. So sieht man schon, Marie-Alex Bélanger wird im Service abgezielt. Das geht ja schon mal gut los. Eigene Fehler direkt ausbügelt mit einem Monsterblock. Gefällt uns. 1-1. Ja, das ist übergelangt gesehen. Ja, die Passe ist von Schaffhausen nicht ganz einverstanden. Das war auch knapp entscheidend für den Schiri, aber glaube ich richtig. Servicefehler hinterher von der Meline Pierre. Läufer 1 Position jetzt für Smash Pfeffingen, heisst 3 Angriffe vorne. Jo. Ist halt, wenn man so gross ist. Ich weiß nicht, wie gross ist. Jo, da kann man nicht viel. 1,96, glaube ich. Boah.
Das ist eine Position, die sie, glaube ich, ausnutzen müssen, um möglichst viele Punkte machen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, guter Block-Touch. Oh, gute Defense. Oh, da muss ich rausnehmen, gerade wollte ich sagen. Unsauberer Kontakt hier. Vom Aussen von Schaffhausen. Aber super Defense von Libera. Und zum Beispiel Pfeffiger führt hier mit Mini-Break. 4-2. Guter Start. Ja, Smash kann bisher gute Blocks stellen, sodass Schaffhausen Mühe zum Durchkommen. Oh, der ist im Netz. Find ins Netz von Sarah Van Roy. Kann passieren. Abhaken, weitermachen. Zweimal verteidigt worden hier. Gratis Ballchance für Smash. Probiert den Rollshot über den Dreierblock. Leider hängen geblieben. Ja, super Stimmung auch hier in der Halle. Samstag oben. Viele Leute. Das sind gute Voraussetzungen für einen tollen Mann. Oh, Sarah Van Roy schön durch Block durchgeschlagen. Ja, unsauber der Block gestellt von Schaffhausen, damit die hier nicht richtig anschliessen können. Man sieht es auch, der Trainer gibt das auch gerade das Feedback. Sicher einen halben Punkt an der Melin Pierre, dass sie so spielen kann, dass der Block auf der anderen Seite sicherlich Mühe hat. Ja, ist natürlich ja, sehr schnell gespielt. Ja. Verteidigt worden dort Madeleine. Block ist gut gestanden, aber da hat Schaffhausen können an die Kante von der Sarah Van Roy ihren Arm schlagen. Ja, routiniert Block auch von ihr. Kann es geben. Jetzt Sideout. Schön rausgeholt. Ja, das ist außerhalb ja, der Antenne durch. Weil ich natürlich auch nicht die allergrößte Resse muss man ein bisschen wegbehalten vom Netz. Sonst kommt sie hier nicht mehr dran. Aber ich denke eigentlich, die Anseite ist so eine gute Libero, das kann sie gut korrigieren. Nochmal Jumpserve. Hammer-Service auf Schlag. Der ist im Out, ja. Ja, der ist zu lang gewesen. Ist jetzt auch interessant zu sehen. Ugovic. Ich bin gerade verwirrt, wie sie heißt. Nein, die jetzt am Service ist, Entschuldigung, serviert mit Spin. Etwas, was man nicht so viel sieht im Frauenvolleyball. Bei den Männern ist das mehr üblich. Und das ist einfach für die, ja, der deutliche Meld jetzt, für die Dressenspielerinnen schwierig, weil das einfach ein ganz anderer Rhythmus ist. Die Bälle kommen ganz anders. Und darum vielleicht auch eine kleine Unsicherheit, gerade am Anfang des Matches, wenn man sich einfach nicht so gewohnt ist. Man sagt aber auch, dass bei den Frauen im Volleyball ein Jumpsurf genug Kraft muss haben, dass etwas bewirkt, sonst ist ein Floatsurf viel effektiver. Ja, 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 also es gibt schon einen Grund, dass das natürlich die meisten Floats servieren. Ja, Schaffhausen ist ein bisschen besser im Spiel, wie gerade am Anfang. Einfach als die Abstimmung mit dem Pass noch nicht ganz perfekt. Die langen Bälle auf aussen, auf die 4. Aber das wird sicher noch kommen, denke ich. So, Timing verschlafen für Smash. Nochmal Pipe. Ja, Smash macht das zu dir gerade selber ein bisschen schwer.
So wie du gesagt hast, die Abstimmung bei Schaffhausen stimmt zurzeit gerade ein bisschen besser. Pass-Angriffssituationen. Besser ist dafür du. Und da schafft Sarah von Roy wieder durch den Block. Ja, die schnellen Pässe auf außen, nicht ganz bis zur Antenne raus. Das ist super, das ist bis jetzt am Punkt der Versprechendste für Smash. Hype und A müssen sie noch ein bisschen reinkommen, da stimmt das Timing noch nicht ganz. Einer Block, Madeleine Matta hat es gar nicht raus geschafft. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für die Angriffin von Schaffhausen. Nochmal diagonal Angreiferin von Asch, die hier über, quasi über die Mitte, über die Pipe geht, angreifen. Etwas, was man auch bei Frauen viel sieht. Wo jetzt hier auch durch das System hier den Punkt super macht gegen den Dreierblock. Sehr gutes Spiel. Jetzt haben wir gerade eine sehr optimale Aufstellung vorne am Netz bis Smash Pfäffigen. Melin Pierre mit Lauren Barfield. Das heisst, sie haben viele Optionen zum Angreifen können. Der Stoss. Für einen Pass, sicher auch am angenehmsten, wenn man schon dort steht, wo man nachher auch den Pass gibt. Im Idealfall mit auf der hinteren Position ist man nicht so weit rennen. Oh, der ist ins Gesicht. Auf dieser Position haben sie ja schon mehrere Punkte machen. Das Smash in der Verteidigung mit dem scharfen Winkel einfach noch nicht ganz klar kommt. Das war einfach ein guter Angriff, darf man auch sagen. Das ist es. Out, 11 zu 11. Sehr ausgeglichener Satz bis jetzt. Ja gut, da kann noch viel passieren. Wow, der ist mutig gesehen. Ja, der ist gar nicht angekommen, der Bass. Nein. Lang in die Diagonale auf der Linie gelandet. Das ist das, so ein Trainer, der C hoch abgeschlagen. Einfach Pizza Corner nennt man das. Schön hinten in die Ecke rein. Super Angriff. So, das ist das erste Timeout schon von Schaffhausen. Es wäre jetzt interessant, wenn wir hören könnten, was er sagt natürlich. Natürlich. Ich hätte jetzt nicht einmal unbedingt gesagt, dass jetzt ein Timeout genommen wird bei einem Punktestand von 12 zu 11. Aber ich denke, er möchte das Übel verhindern, indem er genug frühe Tipps. Wir sind jetzt einfach sicher ein, zwei Sachen, die nicht ganz gestimmt haben. Ich nehme an, dass er schnell mit seiner Passeuse reden wollte. Was sie hier vielleicht dann mal den einfacheren Pass einfach aufs Vier rausspielt, der bis jetzt so gut geklappt hat. Aber was Schaffhausen bis jetzt gut gemacht hat, ist dann variantenreich gespielt. Und ich glaube, dass er das beibehalten. Oh, das ist wieder nichts. Oh, der Angriff geht durch den Dreierblock durch. Ja. Da sieht man nochmal schön alle drei am guten Ort, aber der Block war nicht geschlossen gewesen. 12 zu 12. Ja, die Passeuse von Schaffhausen kommt, muss immer noch hier noch ein bisschen reinkommen. Ich glaube, eine sehr junge Passeuse auch noch. Ein, zwei shaky Pass schon gehabt. Staff Block, Dorin Perkovac. Ich habe Angst, dass ich die Namen so falsch ausspreche. Aber ich glaube, es ist schon richtig gesehen. Ja, ja. Hey, jo. Und Schaffhausen geht in Führung. Ich glaube, das erste Mal in diesem Match. Super Reste, Sarah van Roy. Jawohl. Das ist gut. Seid auch gesehen. Super Block.
Ja, Blockout haben sie im Griff. Hammerblock von der Sarah Van Roy. Wow. Statement Block. Oh, super Service. Der kommt besser an, der Pass. Ja, Lauren Barfield nimmt den Ball gerade auf sich. Was ist jetzt passiert? Sie hat den Block nicht richtig gestellt und der ist an ihrer vorbei mit Touch. Nein, der Punkt ist auf Ash. Sie haben ins Auto geschlagen. Ah, stimmt. Außerhalb von der Antenne, ganz komisch. Sie jetzt da nicht gerade. Ja, das ist sehr speziell. Super Essen. Ansaita am Pass. Du bist noch am Strich machen für die Blockliste. Ja, aber nur für Smash. Ah, wirklich? Ja. Weil Pergwatz ist hier wirklich on fire. Zweiter Killblock. Zwei Bälle auseinander. Smash muss jetzt aufpassen, dass es hier nicht das Monumentum zu fest zur Kante über shiftet. Ja, und da haben wir wieder einen super Mitte-Angriff mit der Melin Pierre zusammen. Ja, das ist wirklich eine Waffe, die müssen sie brauchen. Wichtig aber natürlich auch immer der Dia, also jetzt in dem Fall Topscorer in Miles Duell, dass sie im Match drin ist, bis Ende vom Satz. Okay, das war jetzt sehr glücklich. Ja, du regst jetzt mal die Leina Matra ein bisschen auf. Ist er auf den Ball nicht getroffen? Also, Kante-Spielerin. Aber ja. Ja, das sind glückliche Punkte. Ja, die muss man auch machen. Die 16-15 ist immer noch sehr ausgeglichen. Ja, und da haben wir. Das ist out. Ah, schade. Ja, guter Block eigentlich. Wird doch an der Innenhand angeschlagen. Kann man nicht viel machen. Ich habe das Gefühl, Madison Duello ist am Angriff auch noch nicht ganz so stark, wie wir sie sonst kennen. Ja, jetzt ist noch nicht so ein Feierer. Ja. Super Essen aber wieder hier. Eben, es ist wirklich einfach Sarah Van Roy, die hier den Zug am Laufen behalten. Ja. Smash-Pfeffigen. Sie können auch mit einem guten Tempo über das 4 spielen und das hat jetzt Schaffhausen recht viel Mühe, mit dem Block dort mithalten zu können. Oh. Ja, gut gemacht von der Topscorerin. Siebzehn, 17, Service Pergovac. Unpräzise Annahme, aber für die Melin Pierre ist das kein Problem. Das ist jetzt einfach gut gemacht von dem Melin Duello. Das ist, ja, es ist weniger 70% mit Kraft gespielt, sondern ja, mehr mit Finesse. Aber da ist dafür mit ganz viel Power über die Pipe gespielt worden. Ja, da sehen wir nochmal schön, richtig schön in den Ball reingesprungen. Passangriff, super Breitstumme. 18 zu 18, es bleibt weiter knapp. Kein Team kann sich wirklich absetzen. Durch den ersten Satz. Oh, super gemacht von Melin Pierre. Und immer wieder der Pass aufs 4 für Schaffhausen. Ja, aber jetzt war der Block da auf Nummer 4. Und da hat Holaskova gut abgeholt. Oh, Stuff-Block Schaffhausen, einmal mehr. Ich glaube, wir müssen langsam Strichliste machen auf Schaffhausen. Ja, dann sollte ich mal anfangen.
Die Smash-Familie bleibt laut in der Halle. Presse ist gut, das Smash. Ja, der Ball bleibt in der Luft. Oh, schön cool von der Ansaita. Chaos-Situation auf Seite Ash, oh. Aber der Ball ist immer noch oben. Ansaita regelt das alleine. Jetzt nochmal Punktchance, aber der geht ins Out. Oh, das war jetzt schade für Schaffhausen. Wirklich einfach kein guter Pass. Schade. Also beidseitig haben sie viele unpräzise Sachen gespielt. Hektischer Ballwechsel gesehen. Genau. Gut zusammengefasst. Aber es ist ein wichtiger Punkt für Smash Pfäffigen, so einen langen Ballwechsel. Vor allem gegen Ende vom Satz sind die sehr bedeutend. Oh, der Stoss. Nimmt ihn gleich. Out-of-System-Situation. Madeleine hat ihn. Oh, Melin Pierre probiert noch dran zu kommen. Ja, das ist schwierig. Das ist unglücklich, ja. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen auf die Historie schauen von der Halbfinalserie. Muss man sagen, ist das einer von der ersten Sätze, glaube ich, wo wirklich auch richtig ausgeglichen ist. Auch. Es ist oft, dass sich das eine Team früh absetzen und dann sind die Sätze deutlich gewesen, obwohl ich glaube, das Spiel knapp ich glaube, in den nächsten Sätzen wird das nochmal ein bisschen anders aussehen. Ja, ich hoffe es nicht. Ich bin Fan von knappen Sätzen. Schaffhausen jetzt. Oh nein. Nein, jetzt stimmt die Anzeige wieder, ich wollte sagen. Ein schwieriger Touch. 20-20, das ist wieder Ausgleich. Ich denke, das ist auch Punkt für Schaffhausen. Ja, ich bin auch eine kurze Verwirrtheit bei mir. Ansaita wieder im Flug, hätte sie dann noch perfekt können spielen. Wir Schaffhausen wirklich Mühe mit dem Service von Smash Pfäffigen. Oft yeah. Nur noch den Out-of-System-Ball aufs 4 raus. Aber da muss man einfach... Aber sie können extrem gut am Block. Ja, grosses Lob an die Aussen von Schaffhausen. Sie machen hier gleich immer Side-Out. Ja. Yeah. Smash Pfäffigen viel stabiler in der Esse. Oh. Gut, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, vielleicht. Nein. Ich sage jetzt noch etwas Besseres für Smash Pfäffigen. 22-20 Schaffhausen mit 2 Punkten Abstand und darum kommt jetzt als Timeout. So, da sind wir wieder nach dem zweiten Timeout von diesem Satz. Crunch Time jetzt. Ich bin gespannt, jetzt, was jetzt für ein Pass kommt. Ich tippe raus aufs 4. Aber vielleicht auch. Ah, oh, nein, mit. Ah, oh, ja. Ist ja, ja, ist ja klar. Ist ja klar. Was will man da mehr, wenn man Lauren Barfield auf der Mitte hat? Ja, sie macht wirklich ein super Match. 4 von 4 oder 3 von 3, 100%. Oder eine ist verteidigt worden, glaube ich. Wirklich hier Gamechanger, was meinst du? Ja, also wenn die Abstimmung mit der Mitte stimmt, dann haben die Gegner schon mal eine riesen. Vor allem, wenn du so eine Nachteil. Dominante Mitte hast. Ja, eben. Und jetzt frage ich mich aber, warum sie hier gesprungen ist. Wenn Lauren Barfield etwas macht, dann gibt es meistens einen Punkt. Aber sie muss es machen. Ja gut, jetzt hat sie es eben nicht gemacht, das ist ein bisschen schade. Da haben sie keinen Punkt gegeben. Ja. Also 23-21 für Schaffhausen. Mit Service für Schaffhausen. Wichtig Side-Out jetzt. Er ist im Out, das ist unmöglich für Schaffhausen. Gratis Side-Out nimmt man immer gerne mit. Sehr wichtig. Servicewechsel, etwas, was man viel sieht. Um nochmal dem Annahmeteam eine andere Sicht zu geben, andere Service, etwas, was man sich noch nicht darauf einstellen konnte. Überraschungseffekt. Wichtiger Punkt jetzt. Ja, gut. Ja, gut, Jana. Ja, super Verteidigung. Gute Verteidigung.
Und jetzt Sarah van Roy. Oh, und der geht voll im Block. Diesmal hat sie die Lücke nicht gefunden. Ja. Oh, ich muss sagen, das ist ein super Block. Ja, so. Hoch ist sie. Hoch ist sie. Das ist jetzt wirklich gerade ein bisschen der Unterschied. Schaffhaus einfach mit mehr Killblocks im Moment. Das ist wirklich auch einfach gerade ein bisschen der Gamechanger für sie. Gute Resse. Der Pass ist ein bisschen ruhig, aber kein Problem für die Madison Duelo. Ja, so wichtig, dass die Dia, wenn du passös bist, die Dia muss im Rhythmus sein, damit du in einem wichtigen Moment den Ball kannst geben. Und das hat jetzt so wunderbar geklappt. Ja, super Service und der Punkt haben wir wollen. 24-24. Zwei Punkte Abstand auf 26. Timeout für Schaffhausen. Das ist natürlich bitter für Schaffhausen. Super aufgeholt für Smash Pfäffigen. Wir sehen hier im Bild mit Nummer 1, die verletzte Stammlibera von Schaffhausen, die ihre Teamkolleginnen mental unterstützen. Als quasi Physio-Assistenz-Coach, ich weiß es nicht. Schaffhausen immer noch leicht im Vorteil. Wenn sie das Sideout machen, muss nachher das Smash Pfäffigen gegen einen Satzverlust Sideout machen. Was für den Kopf nicht immer ganz einfach ist. Aber natürlich klasse. Das Monumentum jetzt gleich ein bisschen mehr. Bis Smash. Im A-Service wird nochmal aufs Nummer 7 gehen. Ja, jetzt drücken wir nochmal die Daumen drücken für die Madison Duelo. Genau so einen guten Service vorher zu machen. Nein, gute Linie. Topscorerin aus dem Spiel zu nehmen. Gute Verteidigung. Chance jetzt fürs Break. Dreierblock. Oh, und da hält sie, da hält sie. Spiel nochmal genau das gleiche. Guter Block-Touch. So, der muss aus 4 gerade will ich sagen. Ja, aber dann sage ich, das steht Möglichkeit perfekt. Jetzt für den Satz gewinnen. Jo, yes. Und da hat sie ihn wieder. Erster Satz für Smash Pfäffigen, so wichtig. Ja. Nach einem leichten Rückstand gegen Ende vom Satz haben sie den noch holen, das ist super. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt, warum jetzt Pass ist. Nochmal der Otto-Ball hinten gespielt hat, der schon beim ersten Mal keinen Punkt gehabt. Wir haben ja gesehen, nach dem Timeout hat Madison Duelo am Service nur noch auf Topscorerin auf 4 gespielt. Sie haben es probiert, aus dem Spiel zu nehmen. Ja gut, der Rest war aber eigentlich nicht so schlecht von ihr. Es wäre schon möglich gewesen, über 4 zu spielen. Das stimmt. Aber wir sind gespannt, 26-24, es ist noch alles möglich, es ist alles offen für die nächste Saison. Ja, es war ein extrem ausgeglichener Match. Unglaublich spannend gesehen, aber ich habe es auch nicht erwartet. Sie haben es extra für spannend gemacht, dass das Publikum auf ihre Fäste kommt. Was ist sonst noch dran, wenn du das schon weißt? Ja, ich habe mal einen Zeitschirm gesagt, ein 3-1-Satz, ein 3-1-Sieg. Mal prognostizieren, auch da wäre es noch spannend. Viele vielleicht nicht wissen, du bist auch ein erfolgreicher Sportler, nicht nur Musiker, du hast mal Schweizermeister-Team geholt im Zehnkampf. Wie macht man das? Oder was würden wir noch machen, damit wir den Schweizermeister-Team holen? Ja, 2021, letztes Jahr bin ich Schweizermeister geworden, das stimmt. Ich glaube, ich habe auch Glück gehabt. Das Glück ist eine wichtige Komponente. Ganz viele Leute, gute Entourage, die man braucht, zum Schweizermeister-Team. Wir sind hier allein. Und ich glaube, das Entourage ist okay. Ich hoffe, ihr könnt voneinander profitieren, stecken dort positive Energie an, das ist sehr wichtig. Danke vielmals, Matthias Steinmann, der du bist aus dem Hafenbier.
bisschen durch, sind wir nicht böse, wir gehen ein bisschen weg von der Romantik und geben wieder ein bisschen Gas, wieder ein bisschen Powermusik, starten im zweiten Satz. Erster Satz, nächste Pfeffer gewonnen mit 26 zu 24. So, es geht weiter. Zweiter Satz hier. Beide Seiten keine Wechsel, wenn ich das richtig sehe. Nein. Madame Pierre fährt am Service an. Meinst du, es ist auf Fuß verwirrt mit der Aufstellung? Ich komme nicht ganz raus. Ah, nein, der zweite Schiedsrichter ist verwirrt mit der Aufstellung. Ja, das seht ihr jetzt nicht, aber der Trainer ist hier am Diskutieren mit dem zweiten Schiri. Entweder hat er einfach, also der Trainer muss immer vor dem Match, vor dem Satz, dem Schiri einen Zettel abgeben mit der Aufstellung, mit den Nummern. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier irgendwie ein Durcheinander gegeben hat, warum das so noch länger geht. Ja, es hat schon mal gegeben, dass eine falsche Aufstellung abgegeben worden ist und dann müssen sie den ersten Wechsel vor dem Spiel machen müssen. Aber das ist hier auch nicht der Fall. Ja, das ist einfach bitter denn. Aber ich glaube, jetzt ist alles klar, es kann losgehen. Zweiter Satz. Super Essen. Jo. Super Angriff auf die Linie. So kann es gehen, so kann es gehen. So einfach ist es. Sideout, Kante Schaffhausen, 1-0. Pass ein bisschen zu weit draussen. Angriff ein bisschen zu weit draussen. Aber sie gefällt mir gut, weil sie haut wirklich hart auf den Ball. Sie halten hier nicht viel von irgendwelchen taktischen Angriffen. Sie haut einfach drauf, Nummer 5 von Schaffhausen. Fehler hier von der Mittelblockerin. Oh, der war vielleicht im Alt gesehen. Gut geholt von der Melin Pierre. Ja, und Barfield, wenn der Ball in ihre Hand kommt, dann geht sie da gerade wieder rüber. Im zweiten Halbfinalspiel, in der zweiten Halbfinalserie gewinnt Nick der erste Satz mit 25 zu 23. Für alle, die das noch interessiert, ist natürlich entscheidend, weil das dann natürlich der allfällige Gegner war von Smash Pfeffigen. Je nachdem, wer die Serie für sich entscheiden kann. Man geht natürlich schon davon aus, dass nichts gegen Smash Pfeffigen wieder im Finale wird stehen. Ja, ich glaube, die Dinge dürfen wir schon nicht unterschätzen. Es ist ein sehr gutes Team, mit Qualifikation glaube ich, an dritter Stelle abschließen können. Nichts auf zweiter Stelle, aber nichts natürlich als amtierender Schweizer Meister hier schon zu favorisieren. Aber 25-23 ist sehr knapp, da kann noch ganz viel passieren in diesem Match. Der ist im Out. Jetzt haben wir das erste Mal in diesem Match wirklich eine deutliche Führung, 5 zu 1. Kommt auch direkt das Timeout hinterher. Thank you.
Ja, gut, Timeout von Seite Schaffhausen. Hat auch den Rhythmus gut können brechen von der Servicespielerin. Ja, der Punkt geht dann hin. Shoutout an die Vollmer. Hm? Shoutout. Gut, Valentina, wenn du das nicht kennst, ist schwierig. Servicefall jetzt auf Seite von Kanti Schaffhausen. Goldige Regeln, jetzt kein Servicefall. Müssen es jetzt 6-2 sein eigentlich? Doch. Staffblock, Marissa Duello. Das gibt ein Strichli auf meiner Blockliste. Oh, vielleicht sagt Madeleine Matto, das weiß ich jetzt gar nicht. Madeleine Matto. Gönnen wir ehren. Ja. Super Block, 7-2. Ja, Schaffhausen muss wirklich schauen, dass sie hier dranbleiben können. Oh, und der Service. Sind sie gerade noch mit einem weiteren Punkt? Jacklick Service. Kate früher von so weit oben, 1,96 groß ist sie. Sie kann von oben nach oben servieren. Unglaublich eklig zum Annehmen. Wenn sie mit einem powervollen Jumpsurf anfangen, das wär's. Ist natürlich technisch sehr schwierig. Oh. Oh, super Verteidigung von der Maxi Bellanger. Ist sehr schön ausgesprochen. Ja, gell, kann ich das sagen. Oh. Ja, da ist es noch und da kann Sarah von Roy nicht mehr machen. Man sagt immer eine heikle Sache, wenn die Mittelblockerin muss einen Pass geben. Auch in diesem Fall ist er leider nicht ganz angekommen. Ja, sie weiß es selber. Spielerwechsel. Auf Seite von Schaffhausen. Ja. Nummer 9 geht raus. Nummer 7, Jetzko. Kommt rein. Romy Jetzko. Blockverstärkung. Ja, Satzanfang schon der dritte Servicefehler. Ja, wir müssen natürlich auch Druck nehmen, wenn man so weit hinten ist. Anfangssatz, man will Smash und Druck setzen, dass sie nicht einfach ihre Side-Out-Stiefel abspielen können. Aber schon jetzt wirklich gerade sehr viele Servicefehler hier anfangs. Ja, vor allem nacheinander, das ist etwas, was nicht unbedingt sollte passieren. Ja, also der muss jetzt wirklich rein. Sonst sind wir auch wieder Trainer hier wirklich kleine Ausraster starten. Ja, taktischer Service ohne viel Power. Dafür der Slideball von der Madeleine Matto umso mehr. Ja, wichtig, dass man sich hier gerade nochmal absetzen kann. 6 Punkte, jetzt wirklich ein komfortabler Vorsprung. Ja, der Angriff ist auch eher taktisch über die Linie gespielt worden. Schwierig für die Verteidigung. Ja, neue Pass ist auch auf Seite von Schaffhausen. Natürlich muss man jetzt auch das Timing wieder finden. Der Trainer gönnt aus ihrer jungen österreichischen Passeuse, Stammpasseuse, gönnt eine Pause. Ist vielleicht auch nicht ganz einverstanden gewesen mit allen Entscheidungen, die sie getroffen hat. Oder einfach die Pässe zu wenig gut angekommen sind, darum der Wechsel. Da sind wir gespannt, jetzt wird die neue Passeuse machen. Es ist immer ein bisschen das Herz von einer Mannschaft, ein Passus oder ein Passo. Wenn man das auswechselt, ist es immer schwierig, auf die Angreiferinnen sich an die neuen Best zu gewöhnen, sich umzustellen. Aber eben, wie gesagt, bei 11-5 ist das natürlich auch eine Notwendigkeit. Nächster Servicefehler. Ja. So, Romy Jatzko am Service. Super Service. Oh, Melin Pierre. Stark nachgesetzt hier. Und super frei gespielt. Das ist gut gespielt von der Passe. Seht ihr, dass die Mittelblockerin von Schaffhausen nicht nachkommt. Schneller Pass auf außen und Bellanger hat hier die ganze Diagonale frei und dann ist einfach. Punkt. Dann ist einfach Punkt. Dann ist einfach Fireball. Oh, der Pass stimmt nicht ganz, macht es schwierig für die Angrifferin. Und da hängt irgendjemand im Netz.
Der Schiedsrichter gibt den Punkt für Smash. Ja, ich glaube auch klar gesehen. Aussage, wie man auch wirklich ins Netz rein. Ja. Ja, doch. Ich wollte schon die Mitte wollen loben eigentlich für den guten Pass. Doch ein bisschen zu nah gesehen. Pass stimmt wieder nicht genau, wie du gesagt hast. Abstimmungen ist noch nicht 100%. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass Schaffhausen diesen Satz wieder braucht, um reinkommen mit Passangriff. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal der Rückwechsel wird kommen in diesem Satz. Wenn jetzt der klar verloren geht, vielleicht gegen Ende Satz, um den Stammpass nochmal Rhythmus zu geben. Ja. Und dann im dritten Satz nochmal voll anzugreifen. Ja, also die Differenz ist jetzt, oh, der ist Hammer. Weil Smash ist wirklich gerade so dominant, 14 zu 7. Ja, die Differenz ist jetzt gerade recht gross. Mit also unerwartet nach dem ersten Satz, was so ausgeglichen war. Jo, ja. Kanti Schaffhausen hat einfach gut, die Out-of-System-Bälle haben sie einfach gut gemacht. Also die 50-50-Bälle, die nicht unbedingt machen musst, haben sie gut getroffen gehabt. Und jetzt sehen wir da einfach, Abstimmung passt nicht wirklich. Trotzdem Punkt für Schaffhausen. Und da hat Melin Gere einfach drauf, da kann sie immer rausholen. Einmal Schnitt möglich. Das sind also noch Juana, Gemma, Elena, Serenay, Fiona, Rebecca, Kia, Maria und Perilin. Danke vielmals für einen großen Einsatz. Ja, grosses Shoutout an die kleinen Ballenmeiden hier, die machen das super. Ja, jetzt bin ich gespannt, was hier Schaffhausen noch bieten kann. 7 Punkte Rückstand. Für eine grosse Hypothek zum Aufholen. Spielwechsel bis Smash Pfäffingen. Martina Kochl und am Service ist im ersten Satz. Ja, also die einzige Möglichkeit, die Schaffhausen jetzt noch hat, ist einfach am Service brutalen Druck probieren zu machen und eigentlich jeden Ball im Sideout zu machen. Und da haben sie den ersten schon nicht geschafft. Ja, Pergovac kommt da nicht mehr ganz gleich gut durch wie noch im ersten Satz, habe ich das Gefühl. Oh je. Sieht fast so aus, als wäre gerade ein kleiner Motivationseinbruch. Ja, und da kommt auch der Ruck-Doppelwechsel. Stammbass wieder rein, Stamm-Dia wieder rein. Ja, also irgendetwas muss jetzt grundlegend ändern auf diesem Feld. Irgendetwas muss Verantwortung übernehmen und sonst ist der Satz eigentlich vorbei. Ja, und auch wenn er vorbei ist, sich einfach Rhythmus finden für den dritten Match. Ja. Für den dritten Match, für den dritten Satz. Verteidigung hier. Ja, so sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus für Schaffhausen. Du hast immer noch 17 zu 9. Und da haben wir einen Jump Surf. Ja, aber der ist jetzt recht einfach auf der Seite, würde ich mal behaupten. Ja, taktisch gesehen, kurz. Oh, was ein Block. Nächster Staff-Block. Sie kommt wirklich gar nicht durch. Ich weiss nicht, ob sie auch nicht ganz zufrieden ist mit dem Pass, was sie bekommt. Haben wir jetzt auch gerade recht nach dem Ball. Von der Körperspruch her jetzt nur. Aber sie sind natürlich sicher jemand, der das Ruder hier umreißen für Schaffhausen als Topscorerin. Ja, auch der Pass stimmt nicht. Die Abstimmung. Und die Pass lieben wir von der Melin Pierre, die direkt übers Netz gehen. Ja, super Zweithand finden von ihr.
wenn das natürlich auch noch klappt. Ja, ihr Spiel läuft eigentlich gerade ziemlich rund. Ich warne einfach schon jetzt mal vor dem nächsten Satz. Häufig, wenn man so hoch gewinnt, verliert man noch ein bisschen Spannung. Und es ist einfach wichtig, dass man das hochbauen kann und einfach dann probiert 3-0 zu gewinnen. Weil im Moment klappt wirklich einfach gar nicht bei Schaffhausen. Sie können sicher viel besser spielen. Das Smash darf sich jetzt auch einfach nicht zurücklehnen, hier, sondern wirklich muss Pace hochhalten. Jo, also zurzeit läuft gerade Annahme nicht gut. Pass kann nicht mehr präzise genug gespielt werden und Angriff dementsprechend. Ja, die haben den Satz aufgegeben, denke ich. Von der Körperspruch auch. Probiert man einfach noch ein, zwei gute Punkte zu machen. Jetzt hier nochmal ein bisschen Selbstvertrauen genau gewinnen. Und im dritten Satz einfach nochmal alles geben. Die österreichische Bassin holt jetzt auch auf rumschreien, das gefällt mir sehr gut. Weil du Stimmung reinbekommst, ist wirklich ein bisschen Schlafmütze bei Schaffhausen. Es ist wirklich ein grosser Unterschied zum ersten Satz, wo auf beiden Seiten einfach voll Power war und jetzt... Ja, ich habe wirklich das Gefühl, Schaffhausen hat hier wirklich also mental nicht richtig dagegen gehabt. Melin Pierre probiert es nochmal. Manchmal als Passus oder als Passer will man einfach auch angreifen. Ja. Kann ich sehr gut bei diesem Punktestand kann man es sich auch mal erlauben. Also. Ja, völlig in Ordnung. Und solange es einen Punkt gibt, ist das auch super. Ja. Das ist auch für die Mittelblockerinnen eine grosse Verwirrung, wenn man quasi auf diesen Ball auch noch aufpassen muss. Nicht schon auf die drei Angrifferinnen. Ja. So, jetzt Schaffhausen. Pass inside. Nächster Staffblock. Wer ist der? Der Madeleine Matto. Hast du das Linienblock? Melin. Melin. Melin, ich weiß es ehrlich nicht, aber hat es ja auch den Melin, die jetzt wirklich macht in letzter Zeit. Ja. Und hier haben wir das jetzt ein bisschen aufpushen und sie zeigen ein bisschen Freude. So kann es doch funktionieren für Schaffhausen. Jetzt nochmal eine Service-Serie von der Wiebke Silge. Ja gut, 23-11 ist jetzt also sehr, sehr schwierig. Nur für Selbstvertrauen. Das wäre fast ein Rekordverdächtig, wenn wir es noch wieder aufholen. Schon mal erster guter Service. Lenkt aber nicht für den Punkt. Aber das ist einfach gut gespielt. Presse ein bisschen nach, schnellen Pass aufs 4 und dann nicht zu Belanger in eure Höhe. Satzball, Smash Pfeffigen. Quick Lös von den Passes. Und da haben wir wieder Cross Court auf 4 Meter. Jetzt sind wir wirklich gespannt, weil Schaffhausen muss jetzt eigentlich alles nochmal in die Schale werfen. Yeah. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Satz, ob sie sich hier aufraffen können. Oder ob sie schon ein bisschen aufgeben haben. Sie mühen, sonst ist es fertig. Ja, wie gesagt. Sie wissen, der Match ist alles und sonst sind sie out. Wir machen jetzt zuerst mal hier kurz Pause. Sehr viel Training und sehr intensiv, aber es ist auch gut, ich bin zufrieden und die Fortschritte sind sehr wünschenswert.
was uns noch verbindet, unsere Medical Partner, das wenn ich jetzt auch mit der Kostin, ich nehme an, du hast noch lobende Wort für ihn. Absolut, ja. Also er ist ein grosser Teil davon, wieso ich immer gesund bin, wieso ich die Leistung bringen kann. Ich glaube, das geht mir ähnlich und wirklich sehr dankbar für die Partnerschaft. Ja. Schön bist du. Herzlichen Applaus für Salome Lang. Da sind wir auch wieder mit ein bisschen Verzögerung. Erster Punkt für Schaffhausen. Nein, noch kein Punkt für keine. Jetzt erster Punkt für... Doch, jetzt haben wir es gerade. 1-1. So, kleine Verwirrtheit, jetzt sind wir wieder voll und ganz durch. Wir sind wieder völlig durch. Melin Pierret on fire. Absoluter MVP für mich bis jetzt. 3-2 hat Punkte, sind wir jetzt auch nicht so offen, so nicht. Also wie gross ist sie? 1,74. Ein bisschen grösser, 1,71. Ein bisschen grösser, du bist auch ein bisschen grösser. Oh, Hammerblock! Staffblock. Oh, super Service von der Melin Pierre. Im anderen Halbfinalspiel zwischen Nick und Düdingen ist es jetzt 1-1 in den Sets ausgeglichen. Düdingen dort 2-0 vorne in der Playoff-Serie. Es kann also sehr gut sein, dass wir nach diesem Match oder nach dem heutigen oben noch nicht wissen, wer der allfällige Playoff-Finalgegner war von Smash Pfäffingen, wenn sie jetzt hier gewinnen könnten. 4-1, sehr guter Start. Und schon das erste Timeout von Kanti Schaffhausen. Den Start habe ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen verpasst, ist alles sehr schnell gegangen. Jo, Staffblock, ein, zwei gute Service hinterher. Lauren Barfield ihre Hand oder ihre Finger besser gesagt noch irgendwo am Ball gehabt, aber sie hat nicht ganz gelenkt. Ja, wichtig, dass du Schaffhausen, wenn du es eigentlich Kraft der Sideout machst. Gut fürs Selbstvertrauen. Aber gleich jetzt, wenn sie langsam anfangen zu breaken. Oh, oh, oh. Oh, der Pass ist nicht abpfiffen worden. Das kann ja nicht Was? Sein. Nein, also muss man sagen, ist okay, weil... Nein, ist nicht okay.
Also nein, der Trainer sagen, von Schaffhausen beklagt sich ja auch wie nichts. Ja, also es ist mal sehr an der Grenze, muss ich sagen, es ist immer eine Linienfrage, also was lässt man beim Gegner zu, was lässt man beim, also was lässt man bei beiden Teams, dass man eine klare Linie hat. Schaffhausen hat jetzt auch schon ein, zwei Bässe gegeben, die man könnte rausnehmen könnte. Darum ist es eigentlich berechtigt, dass man da reinlässt. Aber wie gesagt, kritische Sache. Was man auch in der Nationalschiris wird auch briefed auf Keep the ball flying, also lönt den Ball in der Luft. Es wird nicht viel pfiffen, ist jetzt auch ein neues Reglement rausgekommen vom FIVB, vom Volleyball-Weltverband, wo jetzt auf nächstes Jahr auch nochmal sagt, es ist quasi vieles okay, was den Pass angeht. Von dem her ist immer so ein bisschen Ansichtssache, es sieht natürlich nicht schön aus, aber wenn man gerade auch die Top-Ligen schaut, gibt es ab und zu mal einen Pass, der so dreht. Wenn es natürlich erlaubt ist, macht man es auch mal. Als Passer jetzt. Ja, extra macht man es ja nicht, aber solange sie am richtigen Ort ankommen, was noch oft geht, wenn sie drehen, ist eigentlich okay. Das ist gut gespielt. Block auseinanderzogen. Und das Match mit 4 Punkten Abstand 7-3. Unsicherheit hier in der Annahme. Ui, das ist Gratisball. Ungewollter Pass gewesen. Liberaziert nur den Kopf beim Angriff von der Madeleine Amato. Das ist ein Kopfball oder ein Tor? Auf jeden Fall Touch. Jetzt Wechsel auf der Libera-Position. Lisa Contoro, junge Aargauerin, kommt hier rein. Jahrgang 2000. Vertressen wird nicht asserviert direkt. Pass von der Mitte. Erste Verteidigung, super Einstand für Lisa. Und haben wir Angriff von der Romiatzko. Super Wechsellauf vom Coach. Neue Libra, neuer Wind in die Defense. Lässt sie auch drinnen. Libra-Position darf man wechseln. Also zwischen deinen zwei Libras darfst du wechseln, ohne dass quasi am Schiri muss sagen, also ohne dass es offizieller Wechsel ist. Fintech See. Guter Pass auch. Und im Blockschatten gespielt. Ja, sie macht das gut, Lisa Contoro. Es ist nicht einfach, wenn man reinkommt, gerade in so einer Playoff-Halbfinalserie im zweiten Satz. Man ist hinten, viel Druck, auswärts. Zwei, drei super Ballkontakte gehabt bis jetzt. Ja, da haben wir gerade eine leichte Stelle hinten auf dem 5 im Ecke, wo jetzt schon mehrere Smash mit Punkt gelandet sind. Der Ball. Schiri geht am Boden. Ja. Schaffhausen beklagt sich nicht, von dem wird schon so gesehen sein. Da hat sie wieder auf Topscorer anzielen, aber da ist ins Out. Ja, schöne Augen gesehen jetzt von hier nicht ganz. Nein, ich meine, sie hat schöne Augen gehabt, indem sie den Ball gut rausgelassen hat. Ja, das sie, dass es out ist. Aber die weiss man nicht, Valentina. Du hast auch recht. Punkt fürs Smash. Linie Richter geht out. Trainer sieht auch out, Spielerinnen nicht ganz, aber. So. Punkt ist Punkt, nehmen wir mal. Punkt ist Punkt, wie du sagst. 10-7. Jetzt wichtig, dass man dran bleibt, dass man weiter pusht. Schaffhausen hat ein bisschen Awakening gehabt. Zweite Linie Service ins Out. Und das sind halt gratis Sideouts für Schaffhausen. Und Smash hat jetzt nicht einmal nötig, voll auf 100% Risiko an die Seitenlinie rauszuspielen eigentlich. Also ist ein bisschen schade von ihnen. Madeleine Amato nimmt hier den ersten Ball. Taktischer Angriff von der Maris in Duello. Schade.
Der ist auch knapp nach der Linie gelandet. Perkovac hat wirklich durch ihren Touch verloren im Angriff. Muss da wieder reinkommen, sie ist so wichtig für ihr Team. Wenn es ihr nicht läuft, wird es schwierig. Aber ich bin überzeugt, mit ihrer Klasse kann sie hier nochmal das Ruder umreißen. Gut Service. Finden. Guter Block-Touch von Schaffhausen. Lisa Contorno hätte auch wollen. Melin Pierre spielt recht viel Ball inside, wo der Block zurzeit auch steht. Also wäre es vielleicht mal gut, wieder ein bisschen rauszuspielen. Extrem wichtiger Punkt jetzt für Schaffhausen. Ja, sie sind dran. Die Stimmung bei ihnen auf dem Feld ist auf jeden Fall wieder oben. Besser. Körperspruch wird immer wieder besser. Im zweiten Satz ist wirklich gar nichts los gewesen. Ja. Ja, da ist wieder ein bisschen weiter und da geht der Punkt. Schöne Finte von der Marie-Alex Bellanger. Ja, das ist einfach gut gespielt. 3-4 Mal hart angegriffen. Die Angrifferin schiebt immer weiter hinten nach Richtung Grundlinie und dann kommt einfach die Finte hinterher. Das ist super gespielt. Da wird noch schnell der Fußboden geputzt. So, jetzt kann es weitergehen. Oh, super Service. Out of System Ball. An Saita steht da. Oh, der Ball. Oh, wow. Was eine Defense. Beachvolleyball-like. Pass kommt nicht ganz an. Oh, super Defense. Super Ballwechsel jetzt gerade. Aussenpass. Oh, gut. Go. Ja, da hat sie noch. Super an Saita. Gratis Ballsituation jetzt für Schaffhausen. So, da werden wir jetzt haben. Jetzt. Pass von an Saita. Oh Mann, Block. Die sind nochmal. Oh mein Gott. Jetzt und da ist und das. Schaffhausen macht da. Blocktouch leider. Was ein Ballwechsel. So wichtig auch für Schaffhausen, dass sie da jetzt gewonnen haben. Wichtig für Selbstvertrauen. Ja. Also Smash hätte mehrmals den Ball einfach nur noch irgendwie retten. Ja, das gute Blockstelle von Schaffhausen. Sie haben mehrmals müssen den Ball wieder vom Soutien rauskratzen und dann wieder den Aufbau schwierig aufbauen. Also nicht einfach für Smash, aber gut gemacht. Man sieht auch, alle sind am Pumpen, sind alle völlig außer Atem jetzt, gerade nach so einem langen Ballwechsel. Ja, das gibt es nicht oft, aber so 30 Sekunden voll intensiv geht voll auf die Lunge. Service im Out. Das gibt es auch oft nach so einem langen Ballwechsel. Ja, vorprogrammiert gesehen, meinst du? Ja. So, 13 zu 10 jetzt. Ja, guter Service. Pipe. Oh, super von der Maison Duelas, hier gegendruckt am Block. Melin Pierre probiert ab und zu immer wieder mit dem Fuß drin zu gehen. Bis jetzt noch nie funktioniert. Ich muss sagen, Melin Pierre gefällt mir sehr gut in diesem Match. Nicht nur mit Pass, sondern eben auch gerade die Angriffe, super Service in der Defense immer wieder da. Sie ist völlig parat. Ja, also für Wilma Andersson wird es schwierig zu reinkommen, wenn Melin Pierre weiter so spielt. Ja gut, eben wie gesagt, erste Passos wechselt man im Normalfall eigentlich auch nicht aus, wenn nicht alles schief läuft. Guter Service an Saita ist beim Ball. Da nutzt sie die ganze Halle aus. Fast an so, Punktchance. Ja. Und das ist gut gespielt, das haben sie vorher schon probiert. Mitte von Smash geht davon aus, dass der Pass aufs 4 kommt. Und sie spielen hier einen Zweiball, also kurz hinter dem Kopf von der Passös für die Mittelblockerin. Super Angriff, blockfrei. Aber dann seid ihr gleich fast dran mit ihrer Klasse. Unglaublich. Ja, super Annahme von der Ansaita. Lisa Contoro wieder da. Guter Blocktouch. Ah ja, aber da hätte sie nicht mehr können aus dem Netz bringen. Das ist wirklich der. Ah, das und ist unangenehm. Wir sind jetzt schon beim Ausgleich. 13 zu 13. Es ist jetzt komisch, wie das jetzt so schnell passiert ist, muss ich wirklich sagen. Es ist so, jetzt auch deutlich ausgesehen nach dem Anfang vom dritten Satz, aber wie ich schon Ende zweiten Satz gesagt habe. Ja gut, aber man gesehen, Schaffhausen gewinnt immer wie mehr an Selbstvertrauen. Sie haben sich gut gefangen nach dem zweiten Satz. Und sie müssen natürlich auch am Limit spielen jetzt. Ja, auf jeden Fall.
Zum Glück haben wir so eine grosse Mittelblockerin, die einfach ohne Diskussion... Wo jetzt aber ausgewechselt wird. Für Service, wie wir schon gesehen haben im Satz 1 und 2. Martina Koch am Service. Die Masi wird nochmal auf Topscoring gehen, oder vielleicht auf die junge Libra, Diagonalservice. So ist es, gute Reste von der Contoro. Oh, Hammerangriff von der Romy Jatzka wieder. Da ist das. Schön gesehen von der Sarah van Rooy. So, Madison Duello wieder am Service. Lisa Contoro wieder super essen. Nein, das ist bitter. Ist es Block gewesen? Ist es kein Block? Nein, ist kein Block. Find den irgendwo an. Ja, da ist gar nicht ein. Sie lächelt auch selber, sie weiss, dann nimmt sie auf ihre Kappe. Das war nichts. Ich bin gespannt, ob sie jetzt gerade nochmal den Pass bekommt. Nein. Nein, spielt aber auch nicht sehr präzise, ein bisschen zu hoch. Der geht aufs 4. Hoher Ball. Ja, der hat Verteidigung. Ja, der zweite Hand, der ist nicht ganz. Ein bisschen übermütig. Ja. Super Verteidigung. Ja, der Ball, der geht zu weit, den kann man nicht holen. Kantisch auf Hause hängt sich dran, 15, 16, immer noch dabei, alles machbar. Wir nähern uns langsam der Crunch Time. Super Essen hier. Und der ist an der Antenne. Ja, da würde ich sagen, ist an der Antenne. Oh. Aber Blockantenne, ja gut. Blockantenne, von mir. Ja? Besser für uns, ist gut. Kann ich nicht sagen von da hinten, aber. Ich hätte gesagt, er ist direkt an die Antenne. Ich hätte auch gesagt, er ist direkt an die Antenne, aber der Schiri sieht das nicht so. Und für uns natürlich gut, Punkt zum Beispiel Pfäffigen 17-15. Kurzer Service, gut gemacht, taktisch von der Sarah van Rooy. Ja! Ja. Svobodova. Das ist Svobodova, das gefällt mir. Und du vorher schon gesagt hast, die gefällt dir mit dem Hammerangriff einfach nur stark und kraftvoll. Ja, würde ich schon sagen, mit Abstand da, wo am Herzen auf den Ball haut. Svobodova. Ich habe es richtig ausgesprochen, ich weiß nicht, was ich du meinst. Ich habe also, Svobodova am Service. Nein. Und der wird direkt abpfiffen. Übertritt. Linie übertreten. Ei, der ist schmerzvoll. Das ist schon ein No-Go, muss man sagen. Ja, das ist eigentlich das ist nicht gut. Da sind sie schon bei den Junioren durchgefallen, wenn bei uns das passiert ist. Dürfen nicht passieren. Halt auch, je höher Niveau, desto weniger gibt es das auch. Also, hast du schon lange nicht gesehen im Nationalmatch. Ich habe am Donnerstag Champions League Glück, Berlin gegen Trentino, und hat der Schiri Übertritt pfiffen für den Passeur von Berlin. Mit dem Passeur quasi sich selber challenged und er hat gesagt, er hat nicht Übertritt gehabt und er hat tatsächlich nicht Übertritt gehabt. Sei so überzeugt, dass er nicht Übertritt gehabt hat. Ja, das ist tatsächlich gut. Das Selbstvertrauen bräuchte Schaffhausen jetzt auch. Und jetzt müssen wir noch schnell an den Melin Pierre ihren Block nachfeiern. Haben wir gerade verpasst. Mach du das. Ich bin hier gerade in der Lobenshymne auf der Krankin gesehen. S6 Gasenergie und Interbia AG. Danke vielmals für eure Unterstützung. Ja, 19 zu 16 jetzt doch wieder deutlich, muss ich sagen. Also Schaffhausen jetzt wirklich. Das sagt auch, muss man machen. Sonst ist der Zug abgefahren mit der Finalqualifikation. Das ist ja so. Melin Pierre, wie du sagst, aus meiner Sicht MVP vom heutigen Spiel. Gibt es MVP eigentlich in diesem Match? Unsicher. Wissen wir das nicht? Wissen wir nicht. Ich glaube, sehr gesagt, falls einen gibt, die. Ja, Melin Pierre würde ich sagen. Wir aber von Punkten her würde ich. Das Spiel gut in der Hand. Ja, yes, jetzt. Verantwortung hat sie auf jeden Fall. Und ich. Sag jetzt mal vorsichtig, dass das eine Vorentscheidung ist, richtig Finalteilnahme. 4 Punkte in der Crunch-Time, sehr schwierig zum Aufholen. Gut, sie sind immer noch 5 Punkte vom Ende entfernt, immer noch machbar.
Oh, du gibst gerade ein bisschen Chaos beim Auswechsel. Ja, so. Ja, nochmal Doppelwechsel für Schaffhausen, wie schon im zweiten Satz. Jetzt. Neue Passös, neue Tier. Unbedingt wichtig, Passangriff von Anfang an abgeschoben, sonst wird es sehr schwierig, den Match noch umzukehren können. Ja, ich wollte sagen, der Pass muss einfach zu den Bergowatz. Ja. Ist zu den Bergowatz, aber nicht ganz. Ja, ich habe es noch ein Gefühl von hier oben. Ja. Super Service. Ja, so probiert sie wieder Pergovac aus dem Spiel. Nein, das ist sicher nicht schlecht. Fußball Superman. Yes! Statement-Angriff von der Belanger. Melin Pierre wieder Hammer den Ball aus dem Netz rausgeholt. Unglaublich, der Block Schaffhausen wieder auf zweite Hand. Melin Pierre, ja, super. Super Körperspannung für, dass sie hier nicht im Netz landet. Ja, wirklich. Chapeau. 22-16, das muss lange. Kurzes Service, wieder Pergovac aus dem Spiel genommen. Hammer. Ja. Da ist Stuss. Unglaublich! Noch zwei. Alle Madeleine Amato. Also das ganze Spiel von Smash Pfeffig sieht auch gerade gut aus, so wie man Volleyball gerne hat. Jo, Schaffhausen kann damit mithalten. Nein, kann man nicht viel dazu sagen. Hammer Line Service. Gut verteidigt hinten auf dem Sexy. Ja. Schiri nimmt hier den Pass raus. Alle stehen auf. Ich kann schon mehr aufstehen, dass denen hier die ganze Technik zusammenkracht. Wir fiebern mit. Matchball für Smash Pfeffigen. Madeleine Amato kurz auf Pergovac, wieder draußen aus dem Spiel. So, ja. Jetzt Möglichkeit. Letzte gute Jagd auf Madison Duello. Da ist es, da ist es. Das ist es. Finalqualifikation für Smash Pfeffigen. Ja. Riesenfreude. Wir probieren es nicht gerade ins Mikrofon reinschreien, sonst ist das nicht so angenehm. Aber die Freude ist allerseits. Wirklich auch deutlich jetzt doch gesehen, nach dem ersten Satz so wirklich nochmal einen Schalter können auflegen. 25-11, 25-16. Deutliches 3-0 hier, Statement-Sieg. Und wir freuen uns auf die Finalserie. Auf jeden Fall. Danke vielmals fürs Zuschauen. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be fill up my cup.
Madeleine, was geht da durch den Kopf? Mega geil, sorry, nicht anders. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu dieser Kulisse hier. Ein, zwei Worte zu dieser Kulisse hier und Lehrer Nackenhalle. Hey, mega coole Stimmung, es macht Spass so zu spielen. Kommt wieder. Ich glaube, das Finale wird cool. Ja, dann feiern wir zusammen feiern und pushen. Ich glaube, das lassen wir so stehen. Dankeschön vielmals, sind ihr alle da gewesen. Wir melden uns wieder Anfang April mit dem Playoff-Finale und jetzt euch gut zu feiern. Rum in meinem Punsch, das mit den Steinen in die Mitte.